keine Ahnung, ob ich die Pfeile mal tauschen soll, aber ich tue es jetzt, weil ich glaube, die machen viel, viel mehr Schaden. Ja, die machen mehr Schaden, eindeutig. Hallo, ihr aberwitzigen Terraria-Fans da draußen. Kurz vorweg, in der letzten Folge haben wir den Schleimking, die Schleimkönigin herausgefordert. Leider habe ich immer noch nicht die ganze Rüstung bekommen, weil im normalen Modus kriegt man weniger Items wie im Hard-Modus. Das ist ein klein wenig doof, aber dafür werden wir heute, weil die Schleimkönigin werde ich nochmal bekämpfen, aber auf Cam wahrscheinlich. Ich werde jetzt erstmal ein Haus bauen, das werde ich euch vorspülen, euch zeigen, weil ich will nämlich den Steampunker gern hier einziehen lassen. Und mit dem Steampunker würde ich dann hier was kaufen, aber vorher würde ich halt gern erstmal dann das Haus bauen und danach muss ich halt einen der mechanischen Bosse besiegen. Das wären dann die Zwillinge, so wie es aussieht, sein. Naja, ich habe keine Ahnung, ob ich alleine wirklich eine Chance gegen die habe. Das wird wahrscheinlich relativ schwierig werden, aber ich denke mal schon, dass ich eine Chance haben werde. Ich werde mich auf jeden Fall kurz pushen dafür, also Erze sammeln noch schnell und nochmal ein paar Pfeile herstellen. Ich hoffe nur, dass Lukas die Einhörner gelagert hat. Ja, eins, also ich kann nochmal ein paar heilige Pfeile machen. Weil Nahenpfeile will ich jetzt nicht unbedingt, ich will heilige Pfeile. Heilige Pfeile? Heilige Pfeile. What? Das sind nur Nahenpfeile. Wie kriege ich nochmal heilige Pfeile hin? Herstellen bitte. Einhornhorn. Wo ist das? Ah, da ist es. Ich brauche drei. Okay, drei. Okay. Ah, okay. Ich habe keine 200 normalen Pfeile mehr. Ups. Obwohl ich ja einen unendlichen Köcher habe. Aber damit ich die jetzt nicht craften muss, kaufe ich mir sie, weil kaufen nicht schneller geht. Und dann werde ich jetzt gleich mit die heiligen Pfeile... Und gegen das mechanische Auge kämpfen. Gehe ich stark davon aus. Aber erstmal, Leute, wie schon einmal gesagt, ich werde jetzt kurz mein Haus da unten, ein Doppelhaus nochmal bauen. Also bis gleich, bis ich fertig bin. Ich weiß noch nicht, wie das Haus aussehen wird, aber es wird auf jeden Fall hier unten sein. Leute, ihr seht selbst, die Behausung ist jetzt geeignet. Jetzt werde ich nochmal kurz meine Tapete, die ich habe, lagern. Die Blöcke natürlich auch, weil ihr seht, ich habe andere Blöcke extra hergestellt für diese Behausung. Jetzt werde ich noch schnell meine Sterne nochmal in Magie lagern, weil die sind halt Magie für mich. Und jetzt wird es halt schon wieder morgen. Das ist ein kleines Problem, aber... Ich glaube, ich kann was anders nebenbei noch machen. Und zwar, ich glaube, ich könnte noch mal ein paar Seelen farmen. Ja, das mache ich irgendwann off-cam, falls ich noch mal Zeit habe bis dahin. Das bedeutet, jetzt erstmal werde ich die Tagesblumen hier unten abernten. Und dann mal gucken. Ich weiß nur eins, dass etwas... ziemlich deprimierend ist irgendwie jetzt, dass es jetzt schon wieder Tag wird und dass ich gerade natürlich einen Schluck auf haben muss. Das ist genau der richtige Moment dafür. Für einen Schluck auf, meine ich. Jupp. Okay, wir werden jetzt nochmal zu der. Ich habe leider den Namen von ihr vergessen. Zu der Zoologistin hingehen. Ja, die ist ja hier im Haus sogar irgendwo, was hoffe ich mal. Die steht draußen, weil ich glaube, die dürfte neues Zeug verkaufen, weil wir letztens noch mehr Zeug gefunden haben. Und Leute, sie verkauft leider nichts Neues. Entschuldigt. Auf jeden Fall werde ich nochmal kurz gucken. Irgendwie hätte ich gern noch einen neuen Beschwörerstab. Dazu gucke ich hier kurz rein, weil ich habe ja hier Monster. Da müsste ich auf jeden Fall noch was herstellen können. Mit diesen Spinnen vielleicht, weil vielleicht hole ich mir noch ein paar Spinnen. Bock hätte ich ja auf so einen neuen Beschwörerstab. Zumindest vor dem Boss, weil wenn ich schon alleine spiele, dann hätte ich gern noch ein bisschen die Unterstützung, die ich auch noch kriegen kann, irgendwie. Also wartet kurz, ich muss mal kurz nachgucken. 16 Stück, okay, 14 Stück. Ich nehme aber an den da unten, den Spinnenbeschwörungsstab. 24 Stück. Leute, ich werde kurz gucken, ob ich irgendwie den tarnen kann. Dann gucke ich kurz mal beim Monster rein, nehme hier so eine Fackel mit.
Lager alles andere, was ich überhaupt nicht brauche. Wie Materialien zum Beispiel. Okay. Die Platten kann ich weg, dann kann ich noch das hier hineinpacken. Dann Marmor behalte ich, aber ja, komm, pack eine Packung Erde weg. So. Ja, komm. Ja, das ist aber kein Block in dem Sinne. Es ist jetzt schon ein bisschen seltsam. Nehmen wir nochmal so einen Blocksteck mit. Leben habe ich dabei, Pfeile habe ich dabei, gut passt. Also Leute, ich gehe jetzt kurz runter, wo ich weiß, dass es ein Spinnennest gibt. Und dann werde ich kurz gucken, ob ich hier ein paar Spinnenfossilien farmen kann. Ich muss gerade nur gucken, wo es ein Spinnennetz wieder gibt. Ich habe leider lange ein bisschen Terraria nicht mehr gezockt, also nicht mehr so häufig. Ich glaube, ich werde da hinten reingehen müssen. Ja, hier unten ist ein Spinnennetz, da kann ich hin. Okay, gut, dann gehe ich halt da kurz hinten hin. Also, bis gleich bei die Spinnen. Geil. Leute, ich habe gerade einen Rockgolem getötet und das ist eigentlich gar nicht mal so einfach. Leute, ich bin jetzt an der Stelle angekommen, wo die Spinnen auftauchen werden. Ich muss jetzt hier nur kurz eine Plattform bauen, damit ich hier das hier aufbauen kann. Und hoffen, dass ich jetzt nicht draufgehe. Und jetzt werde ich eine Menge Pfeile verballern. Also nicht wundern. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt überleben werde. Ich weiß nur eins. Ich hoffe, dass ich hier jetzt eine Menge Spinnen-Dinger kriegen werde. Spinnenfunktionen, genau. Hier werde ich jetzt ein wenig farmen. Aber ich werde dazu die Pfeile erstmal wechseln. Damit ich jetzt hier nicht die ganze Zeit meine krassen Meteorpfeile, Sternpfeile ausschalten. Und nebenbei kriege ich auch Sehen des Lichts. Das ist eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Leute, ich habe jetzt das schon erhalten, was ich erhalten wollte. Ich habe auch noch was anderes erhalten, was ich jetzt nicht erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Und zwar, ich habe nochmal zwei Boss-Schleim-Queen-Items erhalten. Das heißt, ich werde euch jetzt vorspielen, wie ich zweimal nochmal die Schleim-Queen gleich bekämpfen werde. Aber vorher werde ich mir nochmal andere Pfeile kaufen, weil ich gleich mit diesen Pfeilen echt nicht so viel anfangen kann. Und nochmal 10 Seelen des Lichts. Das ist einfach nur genial. Und jetzt werde ich mir hier nebenbei nochmal diesen Spinnenstab. Den hier, den Spinnenkönigstab. Nein, den Spinnenstab an sich hätte ich gerne. Danke. Weil dann kann ich nämlich mir eine Spinne beschwören, die jetzt für mich immer mitkämpft. Und das ist halt schon echt besser als der, was ich vorher hatte. Und ja, jetzt werde ich kurz mir nochmal die anderen Rüstungsdinger anziehen, also die anderen Teile herstellen. Also wartet, Monster. Ich muss noch das hier ablegen und noch die Blöcke lasse ich mal noch im Inventar. Spiegelei esse ich. Leute, ich habe es jetzt einfach einmal gekämpft. Ich weiß nicht, ob ich es rausgeschnitten habe. Vielleicht habe ich euch das meiste auch rausgeschnitten und kurz vom Finale euch nur gezeigt. Ich habe jetzt Schuhe bekommen. Ich glaube, ich könnte die Rüstung jetzt komplett haben. Wenn ja, dann werde ich wahrscheinlich die Rüstung jetzt wechseln. Also wenn ich die komplett haben sollte, weil die Rüstung für mich, nein, mir fehlt, ich habe jetzt immer noch Schuhe bekommen. Okay, das bedeutet, ich werde euch das nochmal rausschneiden. Juhu, und ich hoffe, ich habe jetzt endlich die Schuhe bekommen. Aber so wie es aussieht, habe ich wieder die Schuhe nicht bekommen. Das ist einfach ein bisschen deprimierend so in dem Sinne. Aber das Geile an meinem Mount finde ich halt einfach, also mein neues Mount, das macht beim Rennen Schaden. Habe ich gerade festgestellt, mehr oder weniger. Und ich habe schon wieder die Schuhe bekommen, wie deprimierend. Aber warte, nee, ja, ich habe noch was Geileres bekommen, ich habe noch den Sattel bekommen. Leute, ich kann jetzt, ich habe jetzt so einen fliegenden Schleim. Ja, ich habe jetzt einen fliegenden Schleim, der übelst schnell ist. Wenn man mit dem hüpft. Und ja, mit dem kann man auf Gegner drauf springen und der macht übelst viel Schaden. Aber Leute, ich werde dennoch. Hä? Ich bleib dennoch vorerst mal bei meinem Haustier, bei dem hier, weil ich den einfach cooler finde. Diesen Schleim, dieses Haustier, dieses Ding hier, das werde ich in Lukas geben. Nur damit ihr Bescheid wisst. Mal gucken. Auf jeden Fall hat Lukas jetzt noch ein neues Haustier, wenn er mag. Jetzt die zu bekämpfen nochmal. B. Und hoffen, dass die jetzt nicht zu stark sind für mich. Nebenbei erwähnt, ich werde mit meinem Pet kämpfen, weil
mit meinem Pad kann ich viel besser rennen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es reicht. Und nebenbei, ich habe die falschen Pfeile genommen. Es ist ein bisschen deprimierend. Habe ich hier überhaupt? Ja, ich habe hier, okay. Ich darf nicht zu viel das den Bereich wechseln, leider die Hintergrund. Weil sonst hängt mein PC immer und das ist ein bisschen doof. Deswegen muss ich versuchen, hier zu kämpfen. Okay, das wird ein bisschen sehr schwierig für einen Einzelspielkampf. Aber bis jetzt läuft es unerwarteterweise echt gut. Keine Ahnung, ob ich die Pfeile mal tauschen soll, aber ich tue es jetzt, weil ich glaube, die machen viel mehr Schaden. Ja, die machen mehr Schaden, eindeutig. Ich fokussiere mich überall auf jeden Fall gerade auf ein Auge, damit, wenn eins stirbt, dann habe ich das zweite viel einfacher. Und das halt viel zu nah an dem dran. Nein, oh, komm, stirb. Der muss sterben mit dem Spucker. Der, wo es ausfällt, muss sterben. Weil der würde mich sonst am Ende umbringen. Also stirb du. Und die Puppe hätte ich vorne aus dem platzieren sollen, am besten. Weil die rotiert mich eigentlich nur. Yes, ich habe einen besiegt. Ein Auge habe ich besiegt. Ich hoffe, ich halte jetzt lang genug durch, um mich zu heilen wieder. Oder ich kann unten rein und heile mich so. Ich weiß nicht, was besser ist. Aber ich glaube, ich versuche einfach durchzuhalten und versuche mich dann so zu heilen. Keine Ahnung, ob das klüger ist. Ich weiß es nicht, Leute. Ist das? Ich gehe unten rein und heile mich. Ist mir jetzt egal, ob alle Bewohner angegriffen werden. Hauptsache, ich werde nicht angegriffen. Also Hauptsache, sagen wir mal so, ich sterbe nicht. Und ja, dieses Risiko war es eindeutig wert. Jetzt ist er im Hard, jetzt ist er im Ernstmodus. Und ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt versuche zu treffen. Komm, jetzt trifft endlich. Regen. Sterneregen. Ah, das ist ziemlich eng. Jetzt aber drücke ich nochmal R. Hard, um mich nochmal zu heilen. Ich bin gerade ein wenig sehr überrascht, dass ich es alleine hinkriege. Yay! Hat funktioniert. Jetzt hoffe ich nur noch, dass der Steampunker hier einziehen wird. Und wie viele Pfeile habe ich verbraucht? Viel zu viele wahrscheinlich. Heilige Bahn, die brauchen wir auf jeden Fall noch. Und naja, mehr kann ich jetzt auch dazu nicht sagen. Die Seelen, wo ich gerade bekommen habe, Seelen der Einsicht, mit denen kann man jetzt eigentlich richtig viel machen. Aber ich heb die mir auf, wenn wir die anderen drei mechanischen Bosse haben, damit ich mir dann direkt halt hier diese Spitzhacken-Axt herstellen kann. Weil die braucht man, um bestimmte Materialien abzubauen. Nur damit du Bescheid wisst. Die hier, eigentlich ist diese Spinne gar nicht mal so viel schlechter als diese Zwillinge-Stab. Also, finde ich zumindest. Und naja, mal gucken. Ob sich das auch wirklich lohnt, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur eins, die Heiligenbahnen waren eigentlich das, worauf ich mehr Bock hatte oder mehr abgezielt habe. Weil die Heiligenbahnen wirklich genial sind. Also ich kann euch kurz zeigen, was man mit denen herstellen kann. Und meine Spinne ist echt cool. Also mein Spinnenpad mag ich voll. Vielleicht mache ich mir auch noch den Spinnenkönigstab, mal gucken. Okay, und zwar, Leute, mit dem Heiligenbahn kann man die nächste Rüstung machen, aber auf die können wir eigentlich verzichten, weil die nicht unbedingt besser ist als die hier. Heilige Maske da, die erhöht plus Critical Damage und die hier, Heiliger Helm erhöht Fernkampfschaden um 15%, okay, der um 16%. Oh ja, Fernkampf erhöht, okay, aber ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht genau, was halt die Hauptabwehrmäßiges ist. Also wie viele Rüstungen, Helme gibt es jetzt bitte seit neuestem? Da müsste mindestens ein Helm neu sein. 15 und 11. 15 und 11. Ja, nur der Helm wäre besser. Der hier für die Fernkampf. Also der da. Der würde die... es gibt hier einen Helm, der erhöht die Minions um 1. Krass, das finde ich ja krass. Aber erhöht halt bloß die Abwehr um 1 auch. Das ist nicht so krass. Aber ja. Auf jeden Fall, ich werde auf diesen heiligen Vipier hinarbeiten. Obwohl, den kann ich mir schon bauen. Leute, den mache ich mir noch schnell, weil der dürfte besser sein als mein jetziger. Spätestens noch. Fernkampfschaden 5 und... Ja, hallo, 95. Ja, geil. Den nehme ich, den mache ich mir jetzt schnell. Also, entschuldigt Leute, aber ich nehme mir diese Freiheit, mir den Vipier herzustellen. Ist nämlich die bessere Version von meinem. Okay, der ist sogar um einiges besser als dieser Rapier. Okay, da hat sich jetzt schon gelohnt, den Boss zu bekämpfen. Zumindest den einen. Kurz austesten, ob der wirklich besser ist. Aber ich gehe stark davon aus. Weil ich bin ja Fernkämpfer, wie ihr vielleicht wisst.
Okay. 1000 Schaden die Sekunde, geil. Ja, der ist besser. Leute, an der Stelle, haut rein. Ja, die heutige Folge ist ein Durcheinander. Und ja, die Is könnte ein wenig kürzer sein als sonst. Liegt daran, weil ich Videos vorproduziere. Also Leute, haut rein. Vorher siegt. Bis wieder heißt Joja, wir ziehen Terraria-Fan.